Mein Name ist David Rivero Ramanosa. Ich arbeite seit 2005 bei Villeroy & Boch, habe die Teamleitung der formalen Produktentwicklung und bin formaler Designer. Was mich am meisten bewegt hat, war zum Beispiel die Serie Neufchâtel Care. Das war eine Serie gewesen, die ich für den Seniorenbereich entworfen hatte. Es waren sehr, sehr viele Aspekte, die man da berücksichtigen musste. Also quasi das ganze Catering-System, das musste stapelbar sein. Und das war die große Herausforderung, es musste dabei auch noch irgendwo den Bewohner quasi unterstützen, aber ohne zu stigmatisieren. Und als der Mensch dann wirklich problemfrei aus der Tasse trinken konnte, war das für mich schon ein tolles Gefühl, ne? Dass der einfach nur durch eine Änderung vom Design halt eben man dann wirklich den Menschen direkt helfen kann. Ne? Das war schon cool. Wenn ich jetzt selbst ein Design entwerfe, dann beginnt alles erstmal mit einer sehr tiefgründigen Recherche über das Thema. Im nächsten Schritt verbinde ich das ganze Thema dann mit den Langzeittrends. Damit schaffst du erstmal ein Grundgefühl für das Konzept. Und dann dieser Umswitch von diesem Gefühl übertragen in das Physische. Früher ging das von Gips, heute am Rechner. Das ist so der ganz spannende Moment. Da fange ich schon an, direkt die ersten Modelle zu bauen. Das können auch dann mal gern 10, 15 Stück sein, wo ich einfach mal digital von mir aufbaue. Und zusammen mit dem Moodboard, was ich dann erstelle, wird das dann dem Produktmanagement vorgestellt. Mein größtes Projekt bisher, was ich hier gemacht habe, war Manufacture Rock. Manufacture Rock ist durch die Natur inspiriert, aber nicht kopiert. Und mein Anspruch an der ganzen Serie, dass es halt eben so authentisch wie möglich sein sollte und natürlich auch einen handwerklichen Charakter haben sollte. Es ist zum einen diese natürliche Schieferstruktur, zum anderen ist es diese Abschlagkante, die in meinen Augen eigentlich so das USP ist von der ganzen Geschichte. Das ist das Material, das ist durchgefärbt, das ist komplett schwarz und halt eben auch die Verbindung mit dieser hauchdünnen Glasur, wo wir da drauf haben. Ich habe mir, als ich das entworfen habe, so überlegt, okay, wie würde denn so ein begabter Handwerker so ein Ding dann irgendwie aus dem Stein rausklöppeln, jetzt mal platt gesprochen. Ne? Und dann habe ich mir halt eben vorgestellt, wie er eine runde Scheibe hätte aus Schiefer, hätte ein Loch reingemacht und dann einfach einen Bowl unten drunter gemacht. Und so ist das dann zusammengekommen, eigentlich so von der Inspirationsidee her. Ich glaube, die Natur, die ist für mich eigentlich immer so eine sehr große Inspirationsquelle in allen Formaten. Egal in welcher Form, das ist immer ein großer Inspirator, immer ein großer Treiber für mich. In Verbindung mit der digitalen Welt, das schafft für mich einen Ausgleich und ich denke auch, dass es auch im Design auch so einen Ausgleich schafft.